Und ich sage herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dantes Inferno. Mein Name ist Echo. Ich bin heute euer Host, ja. Ich bin heute der Host. Ich bin eigentlich immer der Host eigentlich auf meinem Kanal. Warum rede ich hier so einen Blödsinn, ey? Alter. So, wie gesagt, willkommen zurück zu Dantes Inferno. Wir haben jetzt den Zorn, also den Bereich Zorn durchquert. Glaube ich jedenfalls schon. Und wir müssen jetzt hier runter zu Phlegeas. Denn wir wollen in die Stadt Dis. Da wirst du immer gedisst, deswegen heißt das so. Ey, vergisst, Alter. Zack. Oh, guck mal, hier haben wir noch eine rastlose Seele. Wer bist du? Schmiedeten alle Ränke gegen mich. Filippo Argente. Mein Leben stand im Zeichen des Zorns. Nun endet es in Schande. Aha. Politiker, der gegen Dantes Rückkehr nach Florenz war. Die Familien beider Männer waren verfeindet und Argenti hatte Dantes Familie nach dessen Verbannung bestohlen. Aha. Das ist also eigentlich etwas Persönliches. Ja, ja, komm, hör auf. Aber wir wollen dich mal erlösen. Ich brauche wieder ein paar Punkte. She drives me crazy. And oh my Scheiße. Ich weiß nicht, mir ist gerade das Lied so im Kopf gekommen. Scheiße. Ey, Mann. Ey, ich hab doch gedrückt. Willst du mich verarschen? Mist. Mist. So 33, das gibt 990 Bonus-Dill. Na, ist eigentlich gar nicht so übel. Hm. Amen. Ja! Meine Seele ist frei. So, cool. Jetzt kann ich hoch, da war ich doch schon. Wo war denn das? Hier drüben. Und zwar das hier, genau. 6000 Seelen. Ich habe noch gar keine 6000 Seelen. Solange die Russland aktiv ist, regeneriert deine Gesundheit und das Immun gegen feindliche Angriffe. Ah. Toll. Ich kann auch nicht kaufen. Dann wollen wir doch mal mit dem Fährmann fahren. Der Fährmann versteckt sich, der hat ein bisschen Angst vor uns. Weil wir so Ultimo sind. Und das wiederum ist schon wieder cool gemacht hier. Der Styx. Man kann jetzt zwar relativ wenig machen, aber es ist trotzdem atmosphärisch auf jeden Fall. Es ist sehr atmosphärisch. Und die Musik vor allem. Also der Soundtrack ist auch richtig super. Wirklich, wirklich gut gelungen. Es war immer so die Rede davon, dass ein zweiter Teil kommen sollte, eventuell. Ich meine, ich kann mir jetzt nicht wirklich vorstellen, dass da noch ein zweiter Teil, also, weil da hat es ja nichts mehr mit Inferno, also mit der Hölle zu tun. Sondern würde man nach der Geschichte gehen, erst der Läuterberg oder das Läuterfeuer. Und dann Paradies. Oh, da kann ich mir jetzt kaum was vorstellen, dass es da jetzt noch so übelst Action, brutal und hier mit Ekel und so einen Scheiß geben soll. Das kann ich mir absolut gar nicht vorstellen, muss ich sagen. Aber interessant wäre es schon, muss ich gestehen. So, wir sind angekommen. Oh oh. Und da zeigt sich der Fährmann. Hö! Hö! Hm. Hallo. Oh, hast du den Mundgeruch, Freak Dive. Boah, was hast denn du gegessen? Ein Hühnchen, Roastbeef mit Pizza. Ich meine heute Morgen. Na, ja, Hühnchen, Roastbeef mit Pizza. Hier, friss das. Ja. Aua.
Hä? Ja. Ich kann nichts machen. Zack. Bumm. Oh oh. So, das sind Bomben, Hannes. Oh, der kann sich mal schön verpissen. So. Geht's weiter? Ja, danke. Beatrice. Oh, guck mal, da oben links Nippel. Warum hat Dante mich verlassen? Hab ich doch gar nicht. Ich hab dich nicht verlassen. Du wurdest mir genommen. So, hier müssen wir einmal rüberschwingen. Hier hätten wir Magie, brauche ich jetzt aber gerade noch nicht. Ja. Funktioniert wunderbar. Oh nein, die kleinen Schreihälse wieder. Muss euch Papi erstmal wieder eine Lektion erteilen, wa? Aua. Ah! Viech. Oh, die Weiber kommen auf, oder? Kinder und die Weiber. Mensch, die machen einen noch kaputt. Aua. Lässt du mich jetzt mal in Ruhe, Zwerg? So. Oh, ne. Fettarsch. Lass mich los, lass mich los, lass mich los. Au. Fett, Fettbacke hier. Nein! Hüsen! Mann! Nicht voll kotzen lassen, das ist nicht gut. Ich will erstmal die Tunte hier. Tunte. Entschuldigung, das war jetzt keine Beleidigung. Die Tussi meinte ich. Tunte ist es ja nicht. Schon mal gar nicht. Was? Ich bin tot? Warum bin ich tot? Warum bin ich tot? Was? Wieso bin ich tot? Hä? Hä? Wieso war ich jetzt tot? Och Mann. Mir sind nicht so gefallen, sehr. Ich hab anscheinend nicht auf meine Anzeige geachtet, Mann. Scheiße. Hallo. Alter, wie zieht mir das denn ab? Na! Alter. Nein! Nein! Aua, 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 aua! Ist das bloß noch der Fettarsch da, oder was? Sieht so aus. Oh, der will schon wieder kotzen. Das ist nicht gut. Der hat auf jeden Fall Alzheimer-Bulimie, würde ich sagen. Ja, um auf, hier so rumzukotzen. Dich bestrafe ich erstmal. Sag mal A. So. Nein! Hier kommen noch welche.
Oh, ich habe auf jeden Fall Energie bekommen, das ist schön. Also, Heilung. Oh, oh. Autsch. Was? Lass mich in Ruhe. Nimm meine Rüstung. Oh. Das hat's jetzt vollgebracht. Scheiße. Ah! Ist das bloß noch die eine? So. Da wäre noch Magie, kann ich jetzt aber gerade gar nicht gebrauchen. Eigentlich müsste ich jetzt hier mal, glaube ich, einen Cut machen oder so, aber ist jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Schaff ich das? Huh! Was haben wir hier? Gesundheit, das ist auf jeden Fall sehr cool. Das kann ich auf jeden Fall gebrauchen. So, was passiert jetzt nächstes? Aha. Na denn. Hm. Diese Mistviecher hier oben. Nein! Das. So, du bist der Nächste, komm schon. Bestrafung folgt auf dem Fuß, beziehungsweise am Kopf. So. Au. Ich habe einen Tipp für dich. Nicht den Kopf verlieren. Ah, da kommt schon der Nächste. Ist ja... Alter, wollt ihr mich verarschen? Oh oh. Das wusste ich ganz genau, dass das jetzt kommt. Oh oh. Hä, wo schießt denn der hin? Und zack. Ah. Nein! Hilfe! Was ist jetzt los? Ich brenne! Nein, nicht töten! Nicht töten! So. Zack. Oh nee. Oh, ich hasse diese Weiber hier. Also diese. Ich hasse nicht Weiber im Allgemeinen, sondern die Viecher hier. Whoa. Oh oh, das war knapp. So. Schutz ist wichtig. Denkt dran, Leute. Oh. Na, bestrafen. So. Geht's auch immer mal weiter? Das ist immer noch so eine Tussi. Ach. Ja, bitte. Brigitte. Och, ey, das gibt's doch gar nicht. Und ein Hadouken. Nein, der hat mich. A. B. Oh. Ich bin tot. Scheiße, der hat mich ge... Nein. Ach, Mann. Scheiße. Okay, jetzt fange ich hier wieder an.
Nee, jetzt mache ich hier einen Cut und sage, haut rein, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns auch in der nächsten Folge wieder. So, dann sage ich, haut rein. Was war denn das? Haut rein, fahrt nicht bis auf ein Auto und... Tschüssili.